schön. Das ist bitte an Bedienung in die Folie 100. Die da hängt an der Wand. Ach so, Aubergine, ne? Du meinst, glatt, das wäre Eis und das wären so, so Metalltüren, ne? So sind die Form. So, die Farbe. Die Farbe ist klar. Oh ja, die ist schön. Super aus, ne? Doch, die ist schön. Und dann schön Keramik. Aber mit den schwarzen Griffen, ne? Also wir haben jetzt hier eine Küchenzeile von 2,70 Meter Breite. In Topazgrün, Kunststoffrund, die es in zwei verschiedenen Farben gibt. Von der Qualität her eine sehr gute Qualität. Das ist also petrolgrüne Front mit schwarzer Korpusseite. Sie können das auch in anderen Farben haben. Nein, wir hätten nur gerne die Front anders, in diesem Violett. Ja, oder diese Front dann auch jeweils wieder mit dem anderen Korpus oder mit anderen Geräten. Nee, also der Korpus sollte schon schwarz bleiben. Also in diesem Block, ja. Vielleicht sage ich Ihnen noch mal gerade, was zu den Geräten ist, ist diese Chromspüle, diese Chromkochmulde, schwarzer Herd, schwarze Dunsthaube und diese 160 Liter Kühlschrank. Ja. Ich kann Ihnen aber auf Wunsch alles verändern, gegen Mehrpreis. Ja. Also extra berechnet wird diese Kranzleiste, wenn man möchte, diese Lichtleiste und dieser Wandabschluss. Naja, die wird extra bei mir. Das ist also nicht in diesem Block enthalten. Ja, gut, sie muss es wissen. Das ist ja ihre Küche in Empfang. Seine, macht das selber, wie das er haben wollte. Aber schön ist es in der Farbe, wie das er wollte. Das ist ja ein sehr günstiges Angebot, ne, dieses hier. Ja, vom Preis her. Und bei diesem Blockpreis, da können Sie halt kein E-Gerät weglassen. Ich kann wohl die E-Geräte verändern. Ich kann Ihnen also eins hier oben hin machen, ein kleines Dreisterne. Ja, doch schon. Oder unten ein rein. Oder setzt hier einen Gefrierschrank drunter. Mhm. Ja, die Waschmaschine hinten rein. Und dann hier ein Feld drauf. Waschmaschine müsste rein. Mhm. Ja. Die muss so Ja, die brauchen die. Also im Blockpreis sind immer diese Schränke drin, die ich aber verändern kann. Ja. Eine Schublade, ein verstellbarer Boden. Auf Wunsch kann ich Ihnen auch Züge reinmachen, müsste ich Ihnen hinten mal zeigen. Die Spüle kann ich Ihnen auch schwarz machen. Und das Ceranfeld mit schwarzem Rand. Müsste ich nachsehen, ob es das gibt. Ne? Oder Edelstahl. Ja, ja. Das wäre auch noch auf jeden Fall keine Edelstahlspüle mehr. Sieht man jeden Fleck noch. Ja, dann müssen wir schwarz. Jeden Wasserfleck. Der Fang überlässt der Pia, ne? Weil die kocht doch damit. Ne? Ja. Der Junge geht ja nur essen, der braucht nur einen Tisch und einen Stuhl. Und der Pia hat die Küche. Ja. Gut, prima. So, dann bestelle ich da alles mit den Geräten und so. Ja, komm, dann haben wir mal da hingehen. Das ist auch eine Preisfrage. Ich kann die Küche umbauen lassen für 20.000 Mark. Klar, ich kann sie aber für 5.000 mitnehmen. Der will natürlich verkaufen. Das ist schon richtig. Nur passt uns nicht so viel andreht. Also es ist eine ganz neue Küchenfront, die praktisch in dieser Aktion erst getestet worden ist. Und da ist das verhältnismäßig sehr gut gelaufen. Ich denke, die Küche reicht auch, ne? Für die beiden. Warum? Ja, ist auch teuer genug. Wenn da dieses alles zusammen ist, sind das auch schon ein paar tausend Mark, ne? Ich würde sagen, die Farbe, dann diese glatte, moderne Front. Die Kombination mit schwarzen Elektrogeräten. Schwarz ist im Moment sehr modern. Mehlfield, die weiße gut, die haben einen anderen Schwarz. Wir machen das nie gefällt. Obwohl Mehlfield die auch sehr schön. Ne? Das machen wir nie gefällt besser. Oder gefällt ein Auto besser wie dem sein Auto. So machen wir nicht. Die Küche ist schön, die wollen diese Arme fertig. Das ist Geschmackssache. Man hat seine eigene Vorstellung hier auch. Ne? Die sind ja junge Leute. Ja. Gibt es auch welche, die schnittfest sind, also so kratzfest? Weil sie dürfen nicht mit Messer dran gehen, aber da können sie schon mal dran kratzen. Passiert nicht. Es gibt aber Platten, die sind schnittfest, auch kratzfest. Die sind natürlich sehr teuer. Das sind ganz hochwertige Platten. Ne? Aber bei scharfen Messern. Ja, also man soll nicht drauf schneiden, sagen wir besser so. Besser ist sowieso kein Platz zum Schneiden, immer nur 30. Ja, haben wir auch mal noch mal so ein paar Scheiben. Was möchtest du denn haben, das Schwarze? Ja. Gibt es da noch mal glänzen? Nee. Aber ist die Küche ist ja schon glänzend. Oh. Oder möchtest du lieber glänzend haben? Nee, die Türen sind auch glänzend. Ja, ja. Ne? Nee, da muss nicht alles glänzen. Glänzt alles so. Das ist eine ganz moderne Küche. Ne? Ganz modern für junge Leute.
Pia kriegt und ich darf löhnen. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, die zahlen wir zusammen. Nee, das die bezahlen wir schon zusammen, diese uns ja, beiden in die Küche. Ne? Ich esse und die Pia muss kochen, das ist eben so. Dann soll sie auch eine schöne Küche haben. Die Pia geht ja letzten Endes auch arbeiten, das Geld ist ja da. Nee, nee. Das kann man nicht sagen. Die kaufen sich die zusammen. Und nur die Pia darf aussuchen. Und ich richtig, ja, eine Küche ist auch für eine Frau. Ja, richtig. Ja, hat die Mama auch ausgesucht, die Küche. Ja? Du darfst den Fernseher aussuchen, ein Video und so weiter. Wir haben doch alles zusammen ausgesucht. Wir sind noch ein paar Jahre älter, ne? Das haben wir auch meistens immer gekauft, ne? Wie man eine Frau ja doch ein bisschen mehr in der Wohnung ist wie ein Mann, ne? Bin ja, mehr, man bin muss sich ja wohlfühlen, sonst ist das doch uninteressant. Ja gut, wir kaufen nachhinein, sagt man auch, man hätte noch die kaufen können, die war auch schön und so, aber gut, das ist immer nachhinein, ne? Nee. Das muss sich schon alles ein bisschen im Rahmen halten, mit dem Finanziellen, man kann jetzt nicht sagen, ich hoffe, die Küche kostet drei, das wäre Quatsch, ne? Die Arbeitsleute muss jetzt hier auch ein bisschen im Rahmen halten. Beidseitig Kunststoff beschichtet. Umlaufend mit einfarbiger, abgerundeter Polymer-Hartformkante. Seidenglanz. Also praktisch Topaz-Seidenglanz. Hört uns auf, der schon. Hört mal auf, damit zu blättern, ja, da versteht man doch kein Wort. Kannst du auch zu Hus gucken, das Ding. Wenn du schon dein Kaugummi kaufst, blätterst du eine Zeitung. Sehr pflegeleicht und sehr hart. Das haben Sie bei Kunststoffkanten, die sind sehr haltsam heute, ne, und sehr pflegeleicht. Können Sie das abwaschen, passiert nichts. Wie viel haben wir? Viertel der Mann ist ja die ganze Zeit am Arbeit, hat auch Feierabend. Ja, ja. Deswegen die Nervenstärke. Also ich habe jetzt eine Gesamtsumme von 6.861 plus Lieferung und Montage der Holzteile 7.111 komplett. Mama. Mama, setz dich doch mal dahin. Nein, ich Annemie, gehe jetzt Kaffee trinken. Ich muss jetzt wissen, was hier los ist. Ja, dann jank du allein. Ich gehe schon mal rum. Ja, alles klar, tschüss. Hatte mir früher nicht. Ich bin der Küche auf die Woche. Ich guck nur den Dreckeimer, der an der Tür hängt. Der kostet 80 Mark, der Plastikeimer. Da kannst du, ja, es steht alles in der Tierung, das ist klar. Alles so an. Wenn man sich eine Küche kauft, dann kauft man sich Dreck und vernünftig. Ja, Moment, du musst ja die Eselzunge mit dem Geld verhandeln. Ne? So einfach jeder. Ja, dann helfe ich ihm. Das kann ja nicht jeder. Das sind 8000 Mal für Küche hier. Da muss ich wieder Samstag sagen. Da bezahle ich ihm den Dreck immer. Die sind ja noch sehr jung. Meine erste Küche, das war alles von mir. Ne? Das war alles billige Schränke und alles. Man hat dann von jedem was zusammen. Man muss dann billig kaufen, wenn man nicht so viel Geld. Ne? Da muss man mal aufpassen, wie viel Teller im Schrank, sonst war schon der Boden wieder raus. Aber da waren dann alles Sachen, sammeln sie jetzt zusammen für die Küche vielleicht 1500 Mark vor 25 Jahren. Ja, wirklich, man, früher könnte ja, jetzt haben wir noch Neues, was Schönes, Schönes, dann haben wir uns gefreut wie die Schneekönige. Ne? Wir sind wohl immer jedes Jahr in Urlaub gefahren, dann war aber auch Sabbat, dann hieß er entweder in Schrank oder Spanien. Da sagt sie, ich will in Urlaub fahren. Ich so, gut, kaufen wir den Schrank. Ne? So ihm das. Und jetzt heutzutage kaufen sie einen Schrank, fahren nach Spanien, fahren Auto und alles. Sie glauben ja nicht, weil wir uns hier gefreut haben. Alle beide. Da bin ich dann 150 Mal um eine Lampe rumgelaufen. Ich sag, das sieht toll aus und so. Aber so freuen kann ich mich auch heute noch. Das Wahnsinn. Das ist toll. Ich hab's bestimmt schon 200 Mal gesehen. Guck ich mir immer wieder an, aber nur immer den einen, ne? Das ist klasse. Voll? War voll? Ich war ja 5 Wochen krank. Nachdem ich im Krankenhaus gelegen habe, habe ich mir Teelichtspiel gekauft, weil es so langweilig gewesen. Da muss ich irgendwas zu spielen haben und da habe ich mir was gekauft. Das ist so ein kleines Mensch, der läuft immer durch so Wälder und überall, da muss er Frauen retten. Und da muss er mit so Monstern kämpfen. Und ich habe so ein Schwert. Und damit muss ich die da abschießen. Ich war eigentlich nie so für so ein Telespiel, weil
ich immer die Vermutung hatte, der Frank sitzt dann wirklich den ganzen Tag davor, ne? Und naja, jetzt wo er krank ist, okay, kann er sich das ja holen. Ich muss sich auch irgendwie beschäftigen. Aber ich sitze auch manchmal davor. Dann spielen wir den ganzen Tag, letzte Woche Sonntag oder so war das, ne? Wir haben den ganzen Tag davor gesessen, haben uns überlegt, wie wir jetzt in den Raum kommen, in den Raum. Ich rieche mich immer furchtbar auf. Deswegen, ich spiele auch nicht. Ich sage immer nur, was soll er mal machen soll, soll er mal da reingehen oder so. Die kann er doch nicht. Ich kann das wohl. Wenn ich den ganzen Tag Zeit hätte, den ganzen Tag spielen könnte wie du, dann könnte ich das auch. Du hast wieder keine Ahnung und so weiter. Fußbräuch. Aber ist ja nicht schlimm. Du raubst mir heute den letzten Nerv. Ich tapeziere dich gleich mit ein. Ja, aber da sind so ein paar Skelette, die kriegst du einfach nicht in den Griff. Jetzt bin ich wieder ein Hase. Jetzt nicht mehr. Spielert habe ich jetzt schon 3 Wochen. Und ich weiß immer noch nicht, wie es am Schluss ausgeht. Weil ich komme gar nicht so weit. Das ist Wahnsinn. Das geht immer weiter. Erst hieß es, man sollte nur eine Frau retten. Jetzt sind es schon 7. Das nimmt überhaupt kein Ende mit denen. Mit den Weibern, ne? Mit den Weibern. Mensch, hat einem erzählt, der denkt, ich bin bekloppt. Es gibt bestimmt noch andere, ja, Bekloppte, die nicht. Den ganzen Tag da rumspielen. Ich spiele schon mit 25 mit einem Telespiel. Was soll ich den ganzen Tag sonst machen? Ist doch keiner da. Keine Sau. Abends fahre ich vielleicht auch mal ins Studio. Wenn ich trainieren will, dann fährt er dann mit. Dann muss ja auch mal was anderes sehen, ne? Nicht immer nur hier die Wohnung. Das ist ja furchtbar, was ist ja irre drüber. Ja. Das war's dann schon wieder. Dann ist es schnell 10 Uhr abends und dann, wenn ich morgen schon wieder arbeiten muss, gehe ich nach Bett. Jetzt bin ich noch ungefähr 1,5 Wochen krank, dann habe ich 6 Wochen um. Und dann gehe ich auch wieder arbeiten. Ist ziemlich gut geworden, ist Verhalten und alles. Ich war auch im Betrieb und habe dann nachgefragt, wie es aussieht. Und dann kam auch der Chef von uns und er hat, ich habe das mal gezeigt, ich habe das mal aufgemacht und er sagte, nee, damit kann ich noch nicht arbeiten kommen. Hat wieder nichts, weil ich muss mich auch hinknien, hinsetzen, hinlegen manchmal. Und wenn ich mal was anheben muss, das ist ja noch offen, ist ja noch am Bluten. Solange das nicht ganz oben ist, ist das immer weiter am Bluten. Na, das wollen wir ja nicht. Das Sven. Machst du auf? Ja. Dann höre ich ja auf. Hi. Hi. Bitte. Gut, und dir? Boah, Stress ohne Ende. Wie war Training? Scheiße. Wieso? Anstrengend. Ich habe gerade Beine trainiert. Und jetzt habe ich hier noch ungefähr 500 Stufen noch hochklettern müssen. Und die Stufen, die bringen mich immer um, mein Frank. Da freue ich mich immer, hier hinzukommen. Pia, hast du mal was zu trinken für mich? Ja. Boah, bin ich platt, ey. Lass mich mal ein paar Minuten sitzen. Da ist das, Sven. Das war 1991, wie er den Wettkampf gemacht hat. Da hat er die Jahre noch nicht so lang. Meine Freundin sagte immer, mach mal irgendwas mit deinen Haaren. Und sie sagte immer, mach doch einfach mal zurück. Und ich sagte, nee, hau ab, da habe ich keine Lust drauf. Und dann irgendwie, ich weiß auch nicht, sind wir mal schwimmen gefahren und so was. Und die Haare waren zurück und dann habe ich gerade was Gel da und habe ich wieder reingepappt. Ja, und seitdem renne ich denn so rum. War der erste Wettkampf, den ich gesehen habe. Und da habe ich mir dann gesagt, boah, dann möchtest du auch mal gerne mitmachen. So extrem sieht man an sich nur auf dem Wettkampf selber aus. Aber ich will dich nicht selber loben, aber da ich sehr gut aufs Essen achte, habe ich also schon, sagen wir mal, eine bessere Schwimmbadfigur.